Hallo und willkommen zurück zu Baphomet Fluch, ja, zu Baphomet Fluch 4, nein, Fallout 4, Baphomet Fluch 4 kommt irgendwann noch. Ja, sind wir immer noch in dieser Vault hier unten unterwegs, sehen uns hier auch mal, oh scheiße, meine Waffe ist fast leer, mal weiter oben. Waffen sind fast alle leer. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Nehmen wir das hier. Du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Ich glaube auch nicht, dass er freundlich ist. Legendärer Gegner, muss die. Legendäre? Hab ich gesehen. Ah, da. Legendärer Gunner. Vielleicht ist Peter jetzt was. Soll ich denken, wahrscheinlich. Geht auf den. Das ist aber nicht damenhaft. Ja, ich glaube schon, dass auf mich irgendwie ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Bestimmt. Von irgendjemandem garantiert. Wenn du mir jetzt sagst, auf welchem Pott du dich versteckst, kann ich dich auch töten. So. Von irgendeiner von denen muss doch die. Ah, da geht's hin, geht's ja weiter. Okay. Wenn du irgendwas mir herstellen? Eine zweite Druckpresse basteln könntest, wenn du schon dabei bist. Ich kann dir leider keine zweite Druckpresse basteln. Piper-Schild ganz gemütlich in der Ecke. Den habe ich auch noch getötet. Entschuldigung. Mein Fehler. Der war so angekuckelt, den konnte man gar nicht mehr erkennen. Auch Munition oder liegen hier nur Waffen rum? Nur Waffen, ist doch doof. Ich brauche Munition. Kampfsimulationsterminal. Rekorde. Na komm. Ich will auch auf diesen. Starte Lauf in 3. Das ist einfach mal gruselig. Gunner noch dazwischen ist. Was ist das? Was war das? Tötet sie alle! Es gibt Ärger! Geht's denn da hoch? Hier nicht. Ihr Gebrüll wenig Gehirn, was? Ja, dann auf jeden Fall. Hey, Kommandante! Kommt ihr doch mal runter? Ich spüre in der Zeit die Holzkiste. Wie schön.
können. Nein, ich will keine Patronenlager. Ich will das hier haben. Hast du sie im Visier? Komm schon, Arschloch. Ich bin gerade Arschloch. Na, warte, wenn ich zu dir hochkomme. Weil ich einen Weg zu dir hochgefunden habe. Ah, nehmen wir mal die Treppe hier, die wir eben übersehen haben. Piper! Bin on fire! Ich würde sagen, ich bin gerade Feuer und Flamme für Piper. Mann, der Typ hält aber einiges aus. Moment, dann jetzt mal doch mal. So, sagen, immer muss noch sterben. Grundgucken, Fusionszellen. Der hat aber auch nicht die Karte dabei gehabt. Ah, Laborzugangsdaten. Ja, danke. Oder irgendwer muss sie doch haben. Die hatten sich hier richtig gemütlich gemacht. Komm wieder runter. Stehe ich jetzt auch auf der Liste? Ja, mit der schlechtesten Zeit. Was ja auch irgendwie logisch war. Oh, diese blöde Erkältung. Chronisch die Nase dicht. Könnte doch ein Lied werden. Ich habe chronisch die Nase dicht. So. Laborbereich bin ich. Neues Smash Hit. Ich glaube, hier war ich schon. Guten Tag. Ja. Hier war ich schon. Du musst die Karte finden. Ach, da habe ich noch keinen Zugang zu. Okay. Mal gespannt, wer hier so alles noch. Ja, dass hier auch noch Gunner sind. Mach's doch mal mit. Wäre sehr nett. Erledigt sie! Aua! Der eine harte Linke, du. Ja, warte, ich bringe ihn dir sogar persönlich vorbei. Ich hoffe, dir gefällt mein Kopf. Oh. Schon mal jemand im Nahkampf erledigen. Assistententürme.
Morgen, James. Testpläne. Labor verspätet vorbereitet. Fehler. Ungültig, okay. Privat. Dann. Wenn dein Name nicht Rüdiger James ist, dann hau ab, my James. Anscheinend nur Kinder und Aufseher eingelagert. Anscheinend einen leichten Aufstand geplant. Wollten wenigstens die kleinen Kinder rauslassen. Kann man ja mal als Gutes sehen. Ist hier trotzdem noch einiges schief gelaufen. Oh, Piper! Fahrschutte! Aerobic-Test. Die höchste Herzsequenz erreichen und getroffen. Okay. Alter. Wow. Jungs, ihr habt aber Herzfrequenzen gewollt. Herzschüttern tot. Ah, das sind inakzeptabel. Ja, tot finde ich auch sehr inakzeptabel. Okay. Test fortsetzen. Bewusstlosigkeit ist auch schon ab. Man hat drauf hier. Anscheinend auch noch alles nur von den Jungen geleitet, also von den Kindern, Jugendlichen. Thank you.
Wir haben auf jeden Fall geforscht. Darüber sind wir uns ja schon länger im Klaren. Und anscheinend, wie Kinder sich verhalten, auch Kinder und Jugendliche sich verhalten, wenn sie auf sich alleine gestellt sind. Wer ist da? Ich. Hey. Und von hier oben kannst du den Schießstand sehen. Was uns dahinter erwartet, sehen wir dann aber auch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, sagt euer Snake und bis dann. Ciao.